Raketenwerfer kommt da hinten. Die Aufladephase davon ist echt übel. So, du Molotow-Cocktail auf die beiden und gucken, ob der da feuerresistent ist. Nö. Nö, ist er nicht. Du solltest da allerdings weggehen. Du auch. Sonst kommt da an keinen ran. Du schießt bitte einmal im Gewehr. Auf den. Mit Glück. Überlebt trotzdem noch. Du. Pistole? Kommt nicht so weit, oder? Doch. Ja, reicht nicht. Oh, na gut. Du könntest nachher mit dem Raketenwerfer schießen, weswegen die hier eigentlich ein bisschen ungünstig stehen. So. So. Und irgendwie kommt keiner oben über die Treppe rüber, wie ich es dachte. Oh, na gut. Die stehen sich gegenseitig im Weg. Da kommt Cassia. So, du bist nächste Runde tot. Wegen dir muss ich gar nichts machen. Du bist nächste Runde tot. Wegen dir muss ich gar nichts machen. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin. Er hat gleich freie Schussbahn. Das heißt, Ovic läuft vor, guckt in seine Richtung und versucht, Kugeln zu fangen. So. Mal gucken. Komm bitte näher. Könnten die nicht am Ende der Runde sterben? Jetzt ist unsere Deckung weg. Schießt du noch? Nein. Okay. Das heißt, wir kommen nicht nah genug ran für die Nagelpistole. Trantin könnte nah genug rankommen für eine Nadelpistole, aber er hat als einziger keine. Das heißt, er stellt sich nur hier um die Ecke, schießt einmal und geht wieder zurück. Für viel zu wenig Schaden. So, du stellst dich dahin, kannst nächste Runde... Ah, Mist. Nächste Runde kannst du den da knacken. Und betäuben und überhaupt. Aber wir müssen halt eine Runde aushalten. Das heißt, Ovic vor... Du schießt da drauf. Schießt daneben. Okay, also wir sollten auch Ovish das nächste Mal 5 Treffsicherheit geben, weil er hat ja auch eine Betäubungspistole und die Schrotflinte und was weiß ich. Das ist doch ein wenig doof. So, du könntest... Achso, man kann gar nicht über die Treppe rüber. Okay, dann komm mal runter. Jo, 2 Raketen bitte. Wutentbrannt. Das ist jetzt nicht gut beim Chef. Ovic, lauf mal hinterher. Glück. Chefe. Na komm, was soll's. Dann knüppelst du sie jetzt halt nieder. Und die Medusa ist viel zu langsam. Für Nahkämpfer echt eine doofe Eigenschaft. So, du auch hinterher. Beenden. Chef kriegt jetzt nochmal einen auf den Deckel. Ich hoffe mal, Wutentbrannt sorgt nicht dafür, dass man auch mehr Schaden bekommt. Alle fliehen vorm Chef. Ja, okay. Kannst du gar nicht mehr schießen, oder? Ich hätte nämlich noch so eine Pistole. Doch, geht. Okay. Du hinterher, du hinterher. Alle Mann hinterher. Also alle Männer und Frauen und Monster. So, du läufst einfach nur weg. Du bist komisch. Okay, Sullivan, geh dahin. Und da du jetzt hoffentlich noch wutentbrannt bist, obwohl ich da nichts mehr sehe, hau mal ihn von der Seite. Na wirklich, viel mehr Schaden war das ja nicht, hm? Ovic, Axt. So, gib ihm.
du dahin hinterher, du da hinterher. Er läuft weiter weg. Sehr komische Monster hier manchmal. Du betäubt ihn für eine weitere Runde. Das geht verbessert. Schlechter Atem plus 1. Wir hauen ihn jetzt nicht tot, weil er dient uns momentan als Superdeckung. Das soll gefälligst auch so bleiben. Du mach mal Platz. Du machst einen Schritt zur Seite. Du gehst bitte dahin. Wir können nicht an ihm vorbei. Ja, okay, das ist jetzt doof. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Runde warten. Dann bringt bitte jemand den Typen um, der nicht wichtig ist. Zum Beispiel du mit dem da. Ping. Und dann stürmt irgendjemand mit einer Dingenspistole vor und betäubt ihn, aber das geht nicht, weil die Reichweite zu groß ist. Okay. Dann schieß einfach. Betäubungsbombe hat auch keine Reichweite. Denn eben nicht. Dann bleib einfach so stehen. Verteidigungshaltung. Du guck gefälligst nach oben. Verteidigungshaltung. Der Rest steht einfach nur komisch rum. Das war ein sehr komischer Zug von dir. Okay, du läufst dahin. Du bist nicht feuerresistent, ne? Dann verwende ich auch keinen von diesen komischen Betäubungspfeilen für dich. Dann kriegen wir nämlich so genug Schaden auf dich rauf. Du dahin, du dahin. Keule. Mist. Die beiden kriegen gleich einen auf den Deckel. Pistole? Ja, reicht aber nicht. Das war jetzt ein wenig verplant. Aber na gut. Das heißt, die beiden werden gleich getroffen, deswegen sollten sie auch in die richtige Richtung gucken. So. Aber alles nicht so schlimm. Wir haben noch so viel Essen und Pflaster und Bandagen und Schmerzmittel. Und das Ding hat nur eine 2er Reichweite in der vorderen Reihe. Umso besser. Du. Hinterher. Und prügeln. Du. Hinterher. Und pistolierisieren. Da. Arztzeug. Du Essen. Das war's schon. Ja, stimmt. So viel Schaden haben wir gar nicht genommen. Ist hier noch irgendwas? Ah, Kiste. Kiste. Öffnen. Zeitbombe, Granaten, Schrotmunition und Gasgegengift. Wirkt gegen schädliche Gaseinwirkungen. Ovich, eine. Pflaster, 3 Stück zu dir. 1 Ovich, 1 zu dir. 2 zu dir. So, Schrotmunition geht wieder an Ovich. Da. Zeitbombe. Trantin hat noch nicht so viele tolle Sachen. Granaten können wir auch mal verteilen wieder. So. Ganz viel schönes neues Spielzeug. Du, da lang. Wir müssen die Treppe eigentlich hoch, richtig? Die Computermonitor haben wir noch gar nicht benutzt. Benutze Codeschlüssel gelb.
Piep. Ah. Ja. Was machen die da? Sie zeigen kaum Interesse an uns. Trontin, was sagen Sie dazu? Ich, es könnte Herdenverhalten sein. Vielleicht versuchen sie einen von uns zum Rest zu isolieren, um ihn zur leichten Beute zu machen. Hm. Bleibt also dicht beieinander. Sind Sie sich wirklich sicher, Trontin? Sicher? Wie kann ich sicher sein? Kreaturen wie diese habe ich zuvor noch nie gesehen. Tja, wie wär's mit einer Analyse, Sir? Entweder wir killen die, oder die killen uns. Ja, ich würde da auch nicht drauf bauen, dass wenn wir uns jetzt alle zusammenstellen, dass sie dann nichts machen. Ich denke eher, da werden sie Flächenschaden auf uns machen. Das heißt... haben wir noch Molotow-Cocktails? Nee. Wo ist... Ovid steht doof. Du müsstest an den näher ran. Ja, das sind auch keine starken Gegner. Ja, komm. Du läufst einfach schnurstracks auf... Wie weit hast du eine Reichweite? Eine sehr weite. Du läufst einfach auf den dazu. Und betäubst die nächste Runde. Du... Hast du noch einen Molotow-Cocktail? Nö. Du schießt einfach auf den. So einfach geht das. Du. Uzi. Ach, darfst du immer noch nicht. Ah, du hast einen Molotow-Cocktail. Dann bitte einmal hier. 21 hat er noch. Dann geh mal zur Seite und du schießt bitte... auf ihn, dann ist er nächste Runde tot. So, der kommt nicht ran, der kommt nicht ran. Der schießt auf ihn Raketen. Ovid dahin. Und klopft ihn schon ein bisschen weich. So, Zug beenden. Warum schießt du auf den Computer? Okay, der Computer... Oh, hat eine Lebensanzeige. Ja, sollten wir vorsichtig sein. Du betäub den Großen da. Mhm. Ovid. Schieß auf den da. Schieß auf den da. So, mach mal einen Schritt zurück. Pistole. Ja, macht echt viel zu wenig Schaden, die Pistole. Du stell dich mal dahin, den kriegst du ihn auch nicht ab. Du gehst ein hoch, schießt ihn kaputt. Das war ein sehr guter Treffer. Du bleibst dann hier stehen. Und dann müsste eigentlich alles okay sein. Der da kommt nicht ran und der das betäubt. Jo. Aha, Verstärkung. Mehr Verstärkung. Okay, das ist soweit in Ordnung, weil wir haben hier eine schöne Betäubungsgranate. Die kann euch beide betäuben. Sehr gut. Randa zum Zerkloppen. Du stellst dich dahin, schießt auf ihn. Du stellst dich dahin, axt ihn. 24. Du gehst dahin. Nicht Ovid. Schieß bitte auf ihn. So, das waren alle, richtig? Nee, er nicht. Aber er kann nichts machen. Das ist sehr... wird aufgeladen. Oh, du hast noch eine Fernattacke. Oh. Geh mal dahin. Okay.
Sehr schick. Geh mal da an. Lieber auf die Medusa schießen als auf die Computer. Die Computer scheinen nämlich wichtig zu sein.